Hallo meine Einhörner und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir bereiten heute das Fass für die Special-Folge vor, die dann morgen kommt. Denn der Lucaccio hat, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, immer leider nur sehr sporadisch Zeit zu aufnehmen, was weiß ich warum. Und der braucht auch irgendwie zum Schneiden aber 5 Jahre, aber gut. Dafür sind sie echt lustig geschnitten. Also sein letztes Video, das war, habe ich wieder ziemlich lustig gefunden. Die Special-Folge sieht aus wie das letzte Mal. Hätten jetzt der Alex und ich gesagt. Ja. Wie macht man denn ein Fass? Wie eine Kiste, nur oben und unten in der Mitte Slabs. Das ist bloß wirklich die Überlegung. Ja. Dadurch, dass ich störe, ich glaube, ich störe. Was packen wir da jetzt rein? Weil dadurch, dass ich hier jetzt so gesehen mit dem Call bin, kannst du nicht sagen, was du hernimmst. Du hast die Folge Asche hochgeladen. Ich kann da gucken, was bei dir im Fass drin ist, was ich nicht mache. Ich glaube, hier war Lucaccio. Du hast einfach kohieren. Sowas hoch zum Laden, bevor das mal. Aber so kann man, Alex. Ne? True that. Wir verurteilen ihn nicht dafür, wir wissen, dass er dumm ist. Ja. So. Ich hoffe, du bist im Nether, ansonsten legst du dich jetzt ins Bett und zwar jetzt. Ich bin im Nether. Jetzt habe ich nicht mal mehr Würdige schneiden können, Arschloch. Okay. Ich hab gerade überhaupt keine Ahnung, was. Was zum Fick macht jetzt hier ein Creeper auf dem Baum? Gute Frage, nächste Frage. Du Huren, Alter! Na toll. War das jetzt der Kamikaze? Leroy! Batz! Weißt du, was das Problem ist? Der steht jetzt genau unten im Baum drin. Und ich komme hier von oben nicht runter. Oh. Fick dich, Creeper. Leg mich doch am Sack. Du bist ein dummer Huren. Du bist nur Gottes Kack. Muss man doch nicht sagen, das Entwicklers Kack? Ja, vom Notch, der Kack. Schleich dich, Skelett, Arschloch. In der letzten Aufnahme ganz zum Schluss habe ich übrigens einen Creeper unter meinem Haus, also unter meinem Baum, übel das Loch schon wieder reingesprengt. Ja, hier bei meinem Nether-Portal hat auch irgendwas komplett weggejietet. Das wird ein Gas gewesen sein. Nehme ich an. Boah, schwierig, hey. Echt. Ein bisschen Quarz, ein bisschen Blackstone, ein bisschen neue Netherblöcke. Was? Alter, der Sound, wie sich jetzt Quarzbrechen anhört. Boah, Alter, ich hab keine Ahnung. Okay, scheiße. Ich habe halt gerade actually wirklich keine Ahnung, was ich in diese Scheiß tun oder soll.
irgendwas vielleicht im Dschungelstil? Ich mache einfach so eine sackschwere Kiste und schmeiße einfach lauter random Blöcke rein. Keine Ahnung. Ein Stack von allem. Einmal Döner mit allem, bitte! Na, allem hat Urlaub. Wolle scharf mit mir. Na, allem hat Urlaub. Da will ich halt eigentlich nichts davon hergeben, von dem Zeug, ne? Das muss ja nicht ein Stack von allem sein, ist ja egal. Das Fass muss halt voll sein. Einfach nur ein Block von jedem rein. Null. Okay, also ein paar Blöcke sollte es schon geben. Also stell dir vor, von allem nur ein Block. Kannst du nichts machen. Nee, was willst du denn aus dem Ort? Das wäre schon ziemlich arschig. Okay, mach ich. Perfekt. Oh! Das ist ein Ding, was ich noch nicht gesehen habe, ein Biom. Hä? Besalt Delta müsste das gewesen sein. Ja, es gibt vier neue Biome im Nether, nicht bloß die zwei. Wo wir jetzt bisher gesehen haben. Ja, ich habe hier gerade noch eins, und zwar dieses, das heißt Besalt Delta. Dann gibt es noch das Soul Sand Valley. Genau. Und die zwei Dinger plus das Wastelands. Morgen. Geht's dir gut? Nein. Ich merk's. Bitte sag jetzt nicht, hier gibt's Pumbas. Nein. Keine Ahnung. Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ja, ich hab einen neuen. Ich habe eine Errungenschaft. Ja. Hä? Ich habe jetzt alle neuen Nether-Biome gesehen. Ah, toll. Oder beziehungsweise war in ihnen drin. Drecksau. Das ist aber widerlich. Tobi. Na, echt nicht. Aber Tobi. Nein. Du kleiner Schlingel. Nein. Nur weil du auch da sein wolltest. Jetzt reicht's, gell? Das war's. Du kriegst nichts. Du wolltest bei der Challenge mitmachen? Tja, verkackt. So. Weil hier in diesem Besold Delta gibt's nämlich Blackstone. Ja, das habe ich letztens, wo ich zu euch rüber gesneakt bin, schon gesehen, da, dass ihr so Zeug habt. Ja, aber dieses Blackstone, das habe ich von der Bastion. Schaut ziemlich geil aus eigentlich. Ja. Das Coole hier in diesem Besold Delta, da hast du dann so, also wie wenn so ein radioaktives Messgerät aktiv ist. Als ob das irgendwie verstrahlt wäre. Das heißt übrigens Geigerzähler, das Wort, was du suchst. Genau. Das habe ich doch gesagt, oder? Du hast gesagt, so ein radioaktives Messgerät. Und da hat Gas auf mich geschossen. Und das Stop Wort it. Dafür ist Geigerzähler. Stop it! Let's go! Let's go to the mall! Let's go to the hell! Lol. Da-da-da-da-da-da-da! Mit Bäumen und Liebe und Leben und Viecher, die dich umbringen wollen. Einfach nur eine schöne Zeit. Im Nether? Ja. Wer hat denn nicht in Nether eine schöne Zeit? Vor allem weißt du, auf was ich ja richtig gespannt bin?
Wie Luca mit seiner komplett hektischen Spielweise bauen will. Also da bin ich wirklich gespannt. Das ist so wirklich mein... Auf das zu sehen, da freue ich mich morgen schon. Ja. Weil du, wenn du dem immer zuschaust, denkst du, Brudi, wir spielen kein PvP-Surfer, chill. Und dann... Alter, also der... Wie der Minecraft spielt, komplett paranoid. Der Junge. Er hat halt den Stil vom Basti GHG oder wie auch immer der Typ heißt. Ja. Minecraft PvP Vollpfosten. Nicht mal, der spielt auch Challenges oder so. Der ist nicht egal, ich mag gut. Den Basti trotzdem nicht. Naja, nicht. Das Ding ist, ich habe mir heute das Video von ihm angeguckt. Nein, von diesem Basti GHG. Wir vom Fundy, das ist auch so ein Minecraft-Spieler, aber der macht geilen Content, ne? Der codiert sowas so Challenges selber. Und der hat dann Minecraft Difficulty Impossible gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber er hat selber codiert. Und in dieser Difficulty sind Zombies, alle Baby-Zombies mit Rüstung. Spinnen sind ultra schnell und können ultra hoch springen. Creeper sind immer gecharged. Und wenn du dich in ihren Explosionsradius begibst, sprengen die sofort. Und Skelette haben einen Knockback, Flammenbogen und schießen schneller wie auf Hard. Und Endermänner sind auch aggro auf dich, selbst wenn du sie nicht anguckst. Wo soll da der Spaß dann dran sein, Fragezeichen? Das soll ja kein Spaß sein, es soll einfach nur eine scheiß schwere Challenge sein. Fühl ich nicht. Alter, das Laufen auf Netherziegeln. Ja, das haben sie auch alles verändert, ne? Das hört sich jetzt so gut an. Alter! Das ist schon hübsch. Also den Nether haben sie echt hübsch gemacht. Ja, das Nether-Update habe ich auch schon gesagt in meiner Folge. Fühle ich richtig. Das wohl geilste Update, was sie jemals gemacht haben. Ja, safe. Fühle ich richtig, das Nether-Update, das ist echt geil. Da haben sie mal wieder echt was Cooles gemacht, Mojang. Muss man ihnen echt zugute halten. Sie machen viele gute Updates. Ne, aber... Ja, das ist halt das Beste, aber seit Jahren. Das Meta-Update ist halt einfach Premium. Das ist köstlich. Also das schmeckt richtig gut. Ja. Das Einzige, was jetzt noch verändert ist... Das ist wie wenn du... Keine Ahnung. Das Einzige, was sie jetzt verändern müssten noch, ist, dass im Meta nicht mehr diese Happy-Deppy-Musik kommt. Das ist aber schon immer das Problem von Minecraft. Ich finde bei Minecraft, was sich generell schon immer geändert gehört, ist das einfach nicht 5 Stunden Stille und dann böllert die Minecraft-Musik rein, wo du denkst, uff! Aber dass die Minecraft-Musik im Hintergrund einfach immer mittrellert. Das wäre schon geil, ja. Aber nein, die geht ja bloß alle, dann kommt wieder ein Track, der dauert eine Minute. Und dann wieder Viertelstunde nichts. Das ist das, was mich schon immer an Minecraft stört, wirklich. Was du so denkst, eigentlich hätte Minecraft so einen chilligen Soundtrack, aber der kommt halt nie. Ja. Das ist doch ziemlich nervig, wie ich finde. So, und ich finde es ziemlich uncool, dass hier ein Ghast bei meinem Netherportal rumfliegt. Das heißt, ich kann hier kein Lava gerade holen, das heißt, ich werde jetzt erstmal nach oben gehen und schlafen, weil es schon wieder Nacht ist. Dann werde ich leg dich mal ein, bitte. Ich bin im Nähte noch. Achso, immer noch. Okay, gut. Dann werden wir einfach in die Mine runtergehen. Scheiße, ich hätte erst das Zeug ausräumen müssen. Rip, wieder nach oben. Yate. And back up again.
weil ich will jetzt nichts drin haben, was nicht ins Fass reinkört. Also weg, weg. Sattel ist halt köstlich. Mit dem Sattel kannst du den Strider reiten. Nice. Aber damit du den kontrollieren kannst, wie beim Schwein, brauchst du einen Warped Fungus on a Stick. Mandangus Fletcher. Ne, da war kein Lava, da oben war Lava. Mr. Lava, Lava. Mr. Bombastik. Tüten aus Plastik. Was? Woher weißt du das? Ja, deine sind nicht aus Plastik, die sind echt. 100% aller. 100% Eigenfett. Was? Ja, moin. Uff. Uff. Big Uff. Big Size Uff. Was? Belastungsgrad Maximus. So. Lava. Komm. Lava. Mr. Lava, Lava. Da jetzt wäre, da wäre nur Lavasee gewesen, hätte jetzt nichts wegbauen müssen. Na toll. Scheiß drauf. Mei. Ja, mei. Bist heute wegen blöd. Opfer müssen gebracht werden. Genau, du Opfer. Was? Wie hast du mich gerade genannt? Toller Mensch mit Down-Syndrom. Was? Danke. So, pass auf. Huren. Hui. Oh lol. Der kommt jetzt so um rein. Jetzt brauche ich noch 6 andere Sachen. Ich würde eigentlich gern nochmal. Warte mal. Dass man halt Wassereimer nicht stacken kann, ist halt doof. Oder Lavaeimer. Höh. Oh, Grafikfehler. Okay. Linus 5 Blöcke. Alter, ich nietete einen weg. Ich wäre jetzt fast draufgegangen an dem so einem scheiß Magmaschleim. Ach ja, in den Bastionen gibt's Magmaschleim-Spawner. Lol. Nice. Also ab und zu. Okay. Why not? Ich könnte hier eigentlich actually ein bisschen mehr Holz reinballern. Da ist ziemlich wenig Holz drin. Ernsthaft, das ist jetzt bloß ein einziger. Uff. Da noch Holz. Das ist echt wenig Holz da drin. Aber da holen wir uns da oben Birkenholz. Schnauze Spidey. Das Ding vielleicht, wenn ich so mache? Nein. Ich finde halt aber auch irgendwo, was ich bei Lucaccio nicht kapiere. Wieso zum Fix ist dem sein Spiel so hell? Das ist, glaube ich, dieser Bad Lion Lord Ding. Der ist einmal in irgendeiner Aufnahme, in irgendeiner Folge, ist der durch eine Höhle gehietet, wo keine einzige Fackel da war und das war taghell. Ja, ich habe das. Und unter Wasser sieht er alles. Alles. Alles! Fucking ja, alles! Wenn er es braucht. Pff,
voll cheaten. Eigentlich müsste er dafür einen Tod kriegen. Oh nein. Ja, warum sollte er dafür einen Tod kriegen? Weil es cheaten ist. Nein. Nicht? Du kannst ja auch von mir aus den naja, kleinen Tod. Was will ich damit? Das ist ja komplett. Pff. Wenn alles Hölle so vor mir steht, deswegen setzt ihr auf so einem schwulen Pilzbiom. Nein. Nein. Ich hab den Client nicht. Ich bin auf dem Pilzbiom, weil ich mal auf dem Pilzbiom sein wollte. Aber er. Weil er Schiss hat, dass er irgendwas nicht ausleuchtet, da vor mir steht der Creeper in seinem Haus oder was wahrscheinlich. Ich meine, der sieht ja nicht einmal, wenn Nacht ist. Der geht raus, ist in der Nacht und. Tag hell. Ja, das ist schon ein Nachteil. Ja, man lebt auf einem Pilzbiom. Lol. Wo keine Monster spawnen können. So wie er die Farm gebaut hat, können da Monster spawnen. Hä? Ja, aber bloß unten. Nein. Der kann, bei unserer Getreide, bei unserem Getreidefeld, da spawnen regelmäßig Monster drauf. Bei einem Getreidefeld? Oh nein. Wenn da von diesem Ding auf einmal so 10 Creeper runtergeheatet kommen... Ach stimmt, du bist ja da an einem Creeper gestorben, da. Mhm. Die siehst du dann nämlich dann auch nicht zwischen dem Sugar Cane. Dann machst du auf einmal nur BOOM. Ja, die siehst du aber auch bloß nicht, wenn du blind bist. Na, Creeper im Sugar Cane ist schon schwer zu sehen. Creeper in the Sugar Cane, tschalalalalala. So, ich hab mein Fassel voll. Was? So schnell? Alle? Was heißt das so schnell? 22 Minuten. Ich hab Stunde gebraucht. Ja, ich weiß nicht, was du da für Premium-Items in der hast. Ich hab ja. Naja, also da kann man auch einiges draus machen. Also ich hab halt übel viel. Verschiedene Sachen halt einfach in meine Truhen schon gehabt. Was zum Fick machen hier Stickies? Warum habe ich da Stickies neu? Keine Ahnung. Also die können da nicht hin. Ich wollte da eigentlich was ganz anderes hin tun. Habe ich ein... Ich hätte gern ein Feuerzeug. Da. Das gehört da dann. So, merci servus Martin. Ich habe das Fassel. Nice. Oh Gott, Lava. Also ich würde sagen, mein Fass kann ich ja jetzt schon mal zu euch rüberstellen, weil das wird safe einer von euch kriegen. Stimmt. Aber ist jetzt eigentlich... Ich dachte, du baust dich auf der einen Seite von der Insel auf und Luca auf der anderen Seite der Insel. Mittlerweile schaut sie irgendwie... Er hat sich bei mir eingenistet, wollte also, ich nur mal so gesagt haben. Der Magma-Blob ist jetzt aber von ganz oben vom Nether ganz nach unten in die Lava reingeheatet. Der hatte keinen Bock mehr aufs Leben. Muss ich jetzt mal in meiner Folge gucken, Alter. Der guckt mich an, plopp, und heatet einfach nach unten und siehst einfach bloß so, wie er in Lava reinfällt. Uff, der hat keinen Bock mehr gehabt. How could this happen to me? I've made my mistakes. Das wird sich der gedacht haben, der Magma-Block. But life is gone. And I'm sailing away. Oh Lord. Wie spät ist denn jetzt mittlerweile? 6. Wenn ich mir jetzt noch was zu essen bestelle. Könnte es noch vor der Aufnahme da sein? Fuck my life! Ich hab die goldene Chestplate noch an. Me just a lucky man, Alter. Da ist gerade so ein Piglet, oder wie heißen die Piglet? Piglin, ja. Piglin. Mit verzauberter Armbrust auf dem Weg zu euch gestanden. Okay. Den hätte ich jetzt ungern angegriffen. Bei mir stehen da auch einige. Ja, aber ich renne immer noch mit der goldenen Chestplate rum.
Von Sordul zusammengestellt, von Lucaccio zusammengestellt. Ja. Das eine ist mein Fass und das andere ist mein Fass. Ja, ihr habt aber noch nicht in die Feste vom anderen Nike geschaut, oder? Nein. Noch ich hoffe, nicht. Luca hat auch noch nicht in deins Nike geschaut. Also mir hat er versprochen, dass er es nicht getan hat und ich vertraue ihm dabei. Gut. Dann hoffe ich auch, dass er die Folge nicht angeschaut hat für dir. Sag mal. Jetzt ist die Frage, von wo bin ich denn nochmal gekommen? Also ich stehe jetzt bei euch oben, ne? Hm. Also wie viel Rotten Flash habt ihr hier? Wir haben unten einen scheiß Zombie-Spawner. Ja, stimmt. Wo zum Fick sind Schilder? Habt ihr keine Schilder mehr? Ja, die müssten in der Holzkiste oben sein. Hab ich nicht gesehen. Wenn wir noch welche haben. Es ist Nacht, ich muss mich hin. Ist die Falle aktiviert? Ich hab keine Ahnung. Schlaf einfach im gelben Bad, da bist du safe. Von wegen, da bist du safe! Warum? Warum? Steht jetzt der Piglin bei euch? Nein, das ist ein Zombie-Pig. Was in der Holzkiste? Die ist oben. Wie viel zum Eingang. Fick verzauberte Sachen habt ihr eigentlich? Einiges. Die nehme ich mit. Danke. Nein, ihr habt natürlich kein Schild mehr. Wie baut man gleich nochmal so ein schwules Schild? Unten ein Stick, oben 6 Ding. Pff. Genau. Ja, ich hab schon gesehen. Hilfe! Hm. I'm lost in the Nether! Schlecht. Kannst du mir vielleicht die Koordinaten vom Nether-Portal schicken, wenn du bei uns rausgehst? Vielleicht. Danke. Aber dafür nehme ich mir die verzauberte goldene Chestplate hier mit. Mach. Gut. Was ist da drauf? Feuerschutz 3, Haltbarkeit 3 und Dornen 1. Aber ich habe schon eine verzauberte goldene Chestplate. Deswegen hätte ich die jetzt mitgenommen. Ja, dann nimm. Von Terpsen. Du kannst eigentlich bei uns gleich dann bleiben. Damit du dein Fass mit. Nee, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Das wird mir hingestellt. Freilich, ihr könnt die ganze Zeit. Ach Gott. Ihr könnt dann schon bauen und ich bin hier der Dulli, der dann. Nee. Naja, ich würde sowieso sagen, die Zeit beginnt erst dann, wenn alle an ihrem Fleck sind. Ja, toll. Dann kann ich mir auf. Nee, machen wir nicht. Macht sie nett? Nee, mach ich nicht. Ich bin komplett die Lost gerade. Achso. Ja, ich glaube, ich habe es gefunden. Ja. Rückkehr des Königs. Was? Das bist wohl nicht du, lol. Alter, wie viele Zombie-Piglins sind hier denn? Einige. Holy shit. Hab ich ja gesagt. Habt ihr einen Amboss? Ja, beim Omelett oben. Da ist mittlerweile ein Omelett. Kein Nein. Spiegelei mehr. Das ist immer noch das Spiegelei ohne Eigelb, aber ich nenne es mittlerweile Omelett. Weil mir gerade Spiegelei einfach nicht eingefallen ist. Ach lol, da geht dann Fire Protection runter. Es gibt nur Schutz oder Feuerschutz? Ja. Wow.
Okay, scheiß drauf, dann nehme ich Schutz mit, ist mir wurscht. Oh, der hat 17 Level kostet. Wow. Scheiß drauf. Oh mein Gott, ein Wither Skull. Was hat den jetzt gefunden? Hier ist ein Wither Skull, das ich töten musste. Und das hat einen Skull dropped. Ja. Arschloch. So, Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder zur Spezialfolge. Bis dahin, haut rein. Seid gespannt. Ich bin gespannt, wie der Lukaci baut mit seinem hektischen Spielstil. Bis morgen. Ciao, ciao.